Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Weiter geht es. Erstmal mit einem Soundcheck. Mal wieder. Das war der. Gut. Rein da. Ich bin hier wegen ihm hier. Ich habe die Materialien jetzt offscreen zusammengetragen. Und ich hoffe, dass es auch funktioniert, wie ich es mir Moment. Ja, das waren die. Mission. Na, und funktioniert's? Was? Was? Die Anzahl war falsch? Was? Wie viele brauche ich denn? Ich dachte, jetzt hätte ich, aber nein. Nö, das war falsch. Ich brauche noch Schnäuzersteine und schwarze Federn. Schwarze Flügel. Wie viele brauche ich denn? Brauche ich etwa 3? Nein. Woher kriege ich Schnäuzersteine? Ich werde aber erstmal zu Kublai gehen. Wieder eine... Was wollt ihr eigentlich? Ahoi Jungs, wie laufen die Vorbereitungen für die letzte Schlacht? Es geht ganz gut. Ich wollte Sie etwas fragen, Captain Kublai. Nun, was hast du auf dem Herzen? Mit Schüchternheit kommst du bei mir nicht weit. Haben Sie schon mal von jemandem namens Kublai Khan dem Dritten gehört? Grrr, woher kennst du diesen Namen? Sie haben also von ihm gehört. Ah, natürlich habe ich von ihm gehört. Er war der Vater meiner Vorväter. Was hast du mit dem alten Hund zu schaffen? Der Junge in Lagune hat uns eine Piratenschatzkarte gegeben. Und als wir ihr gefolgt sind, haben wir all diese Monumente entdeckt. Und die Buchstaben, die darauf eingemeißelt sind, ergeben zusammengesetzt Kublai 3. Ach wirklich? Ergibt Sinn, nehme ich an. Es heißt, dass der Dritte, der den Namen Kublai Khan trug, Kapitän einer Bande blutrünstiger Piraten war. Seinerzeit war er allerseits bekannt und gefürchtet, aber das ist nun schon sehr lange her. Wow, er war also eine echte Piratenlegende, was? Mehr als das, ein Held. Es heißt, egal wie viele Beute er macht, er konnte alles ruckzuck wieder verprassen. Das klingt aber nicht sehr heldenhaft.
stinkverdammt bekloppt, wenn du mich fragst. Ei, da könntet ihr recht haben. Die Legenden erzählen auch von einem Schatz, der ihm mehr wert war als alle anderen. Wirklich, wow. Glauben Sie, dass er den wirklich gegeben haben? Dass es den wirklich gegeben haben könnte? Ah, Junge, ich weiß nicht viel davon, aber es heißt, er habe ihn bis ans Ende seiner Tage bei sich gehabt. Verdammt, muss ein ziemlich schicker Schatz gewesen sein, dass so ein legendärer Pirat ihn nicht hergeben wollte. Es heißt, dass er ihn schließlich tief in einem Wald irgendwo auf einer Insel versteckt haben soll. Eine Insel, die derart unwirtlich war, dass man sie nicht per Schiff erreichen konnte. Mann, Junge, die müssen wir finden. Los, Olli, wir gehen auf Schatzsuche. Prima, ich hoffe, wir finden ihn. Wenn ihr ihn findet, bringt mir aber meinen Anteil, sonst lasse ich euch Schurken über die Planke gehen. Natürlich. Nichts ohne einen gewissen Teil, den man selber haben will. Heißt, er braucht einen Anteil. Natürlich. Er will etwas vom Kuchen abhaben. Ich weiß auch, wo die Insel ist. Ich weiß es. Und wenn ich auf der Insel bin, werde ich im magischen Buch gucken, wo Schnauzersteine zu finden gibt. Schwarze Flügel weiß ich ja. Aber Schnauzersteine? Noch ein Monument. Yep, aber die Inschrift ist ganz verblasst. Ich werde da nicht schlau draus. Meinst du, die hat was mit dem wertvollsten Schatz von Kublai Ur-Ur-Ur-Großvater zu tun? Der, von dem er uns erzählt hat? Bestimmt, hey, wenn wir Magie benutzen, können wir die Wörter vielleicht wieder lesbar machen. Na los, probier's doch mal aus. Als ob ich das nicht wüsste. Wo bist du? Alte Pracht. Prima, die Inschrift steht wieder aus. Sieht wieder aus wie neu. Gut gemacht, Olli. Also gut, lass uns mal lesen, was da steht, okay? Der wertvollste Schatz von allen. Es heißt, das Leben sei ein Abenteuer. Und für uns war es das auch. Wir haben jeden Winkel dieser wundersamen Welt erkundet, haben schreckliche Stürme und riesige Wellen getrotzt. Und wir haben Dinge gesehen, die jede Vorstellungskraft übersteigen. Haben Kälte gespürt, die bis ins Mark dringt, und Hitze, die einen die Haut versenkt. Wir haben riesige Reichtümer angehäuft und ebenso viel verprasst. Zahllose Gegner bezwungen und für den Sieg einen hohen Preis bezahlt. Doch endlich geht unsere Reise zu Ende. Nach all der Zeit, nach all diesen Reisen, habe ich den größten Schatz von allen entdeckt. Erleben mit Freunden. Kein weltlicher Reichtum kommt diesem Schatz gleich. Als Tribut an dem gemeinsam verbrachten Zeit habe ich meine wertvollsten Erinnerungen niedergeschrieben und auf der Welt verteilt, die wir Freunde erkundet hatten. Ich hoffe, dass ein anderer Abenteuer sie eines Tages findet und den Wert der Kameradschaft auf unseren Reisen anerkennt. Oder erkennt. Verdammt, habe ich gar nicht. Hier ruht Kubrick Khan der Dritte, Kapitän der unbeugsamen Seele. Das ist also ein Grab, was? Ich denke schon, Mann, das hört sich so an, als hätte Kubrick's Ur-Ur-Großvater ein spaßiges Leben gehabt. Die Zeit, die du mit deinen Freunden verbringst, ist also der wertvollste Schatz auf der ganzen Welt. Das ist schon ein bisschen kitschig, oder nicht? Hä? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Die Erinnerungen an unsere gemeinsamen Reisen sind die wertvollsten, die ich habe. Schon aber. Ach, Olli, es ist wirklich, Junge, das ist langweilig hier, was? Lass uns nach Lagune zurückkehren, ja. Ja, du erkennst ja das sowas nicht. Donnernüsse, ich brauche keine Donnernüsse, ich brauche Schnauzersteine. Und schwarze Federn. Hmm.
Katakosaro. Schädelsoldaten. Wo sind die? Wo finde ich die jetzt hier? Ach. Warum muss der so... Moment. Ich habe eine Vermutung, wo der ist. Aber jetzt suche ich erstmal die Schädelsoldaten. Wo sind die denn? Wenn ich die erstmal hier drin finde. Moment. Ja. Wie weit muss ich noch zurück? Ah, ich komme näher. In der Nimmerburg! Nein! Ich werde das mal alles durchgucken, was ein... Nö. Was? Großkotz. Der verbraucht Gänseklamm. Das ist hier ganz in der Nähe. Nördlich oder Süd? Verdammt! Aber hier war kein Großklotz. Ja, Jadeperle! Wir brauchen jetzt schon eine Jadeperle! Ich nicht! Hab irgendwie die Vermutung, damit ist der obere Teil gemeint.
ist er! Come on, you guys. Ist schon gleich einer dabei. So. Mal gucken, ob er ein Staunzeit verloren hat. Nein, hat er nicht. Ja. Und schau, wieder ist einer dabei. We can do this. Here go. Die haben keine Chance. A famous victory. Nein! Das gibt's doch nicht. Ach, da kommt ja mal ein Großplatz von alleine. Großprotz. Das war... Na gut. War auch eine Feuerwindfeder? Nein! Und da ist so einer. Letzter Kampf in die... Zwei! Zwei! Das ist gut. Aua. We did it. Ja. Nein! Sie haben schon wieder keine Schnauzersteine fallen lassen. Was müssen wir machen, damit sie ihre Schnauzersteine fallen lassen? Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Und... bis zum nächsten Part.